Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Folge 11 von Frey Sigmund. Ich grüße an dieser Stelle auch ganz herzlich unsere weiblichen Zuschauer. Ja, wir sind auf dem Weg zu Jen. Das haben wir in der vorigen Folge gesehen, wie sie ganz, ganz, naja, schlimm malträtiert wird von diesen widerlichen Aliens. So, okay. Wir müssen hier durch und... Na? Okay, hier haben wir eine Nummer einzutragen, aber wo ist die? Aha. Komisch. Ist hier irgendwo eine Nummer? Was? So ein Raum, wo man vorher die Nummer sehen konnte, ist hier... Ach, da unten steht's! 2432. Okay, im Spirit-Modus kann man das schlecht erkennen. So, Moment mal, erstmal hier. So, kann man ja nur hier so. Ist das hier die 2? Ne, das war die 5. Ich gehe mal eben raus. Guck mir das mal eben genauer an. Wie die Tastatur aussieht. 1, 2. 32, okay. Ach so, okay. Okay, okay. Stopp. So, also. 24, 32. Hä? Das ist ja lustig. Da muss ich sie, glaube ich, nochmal... Okay, hat er nicht. Gut, hat er nicht. Muss ich nochmal neu eintragen. Da mache ich mal eben einen kurzen Sprung zurück ins Menü und werde mal das HDR mal kurz ausschalten. Vielleicht können wir es besser erkennen. Ja, natürlich. Ah, so sieht das aus. Okay, dann also. 2, 4. Ja, das ist der Nachteil. 32. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt gehen wir wieder hier rein, machen wieder an, damit es besser aussieht. Und irgendwas haben wir jetzt geöffnet. Beziehungsweise das Kraftfeld deaktiviert. Hier geht die Tür durch. So, und hier können wir noch ein bisschen Energie tanken. Jo. Aha, hier geht's weiter. Oh mein Gott, die arme Jen. Jen! Da ist sie! Jen, I'm up here! I gotta get down there. Yeah. Ein Scheißanblick ist das. Ein Scheißanblick ist das. Ich verstehe diese Aliens nicht. Ja, I gotta get down there. Das heißt also, hier ist dicht. Ah, okay, hier durch. Hier ist ein Seitenheinz. Okay. Spucker habe ich noch. Einmal. Was war denn das für ein Teil? Oh mein Gott. Kann ich aber saugen? Nee. Kann ich aber. Oh, Feuer! Jetzt wieder so ein Mistding. Sollte ich mal besser aufpassen. Ich glaub's nicht. Wo ist denn das gewesen? Ach, da ist es. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja. So, vielleicht kommen dann wieder ein paar komische Leute an. Wo sind wir hier eigentlich? Also ich gehe erstmal hier rein. Jo, schmeiß mal. Nee, ich habe gar keine Dings mehr. Kaputt. Du Armer. Saugen.
Ach, hier kann man saugen. Sehr schön. Oh, oh, oh. Tut mir leid. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein... Ich dachte, das wäre ein armer Tropf. Ach so, was bekloppt ist jetzt aber auch. Gut, hier geht's nicht weiter. Gibt's hier noch was? Nein, hier geht's nichts mehr. Bleib offen. Okay, weiter durch die große Tür. Okay, hier gibt's wieder. Aha. Na, das sind ja bequeme Betten hier. Mich fast an eine Pathologie. Was muss ich hier machen? Aha. Ach, geht nicht, ich habe die Kralle nicht. Ist doch irgendwo Kraftfeld auszuschalten sein. Große Frage, was kommt dann? Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, jetzt kommt die nächste große Frage. Wo können wir dieses Kraftfeld deaktivieren? Was sagt denn mein Vogel? Wo bist du denn? Da bist du. Ach, da hockst du! Super klasse. Ja, ja. Nicht wieder. So, drüber gehen. So, wo fliegst du denn hin? Ich brauche ein. Ah, hier kann ich das Kraftfeld nicht deaktivieren. Du bist ja lustig. Ah, hier mit. OP-Kontrolle instabil, Vorsicht. Was heißt das? What the hell? These things look like you. Oh, Alter! Okay, das Ding. Ah, ich bin jetzt auch doppelt eingeschlossen. Superklasse, was bist denn du für eine Missgeburt? Ah, Leute. Okay. Und jetzt? Mein Gott, weg hier! War noch nicht alles, ne? Weil die Kraftfelder noch aktiv sind. Soll das alles sein? Ja, du bist lustig. Ha! Hier komme ich ja eh nicht durch. Jetzt gilt es wieder zu rätseln. Wo müssen wir hin? Hier rein. Stimmt ja. Hoffe ich doch. Genau. Ja, da hängt wieder so ein Heinz rum. Hm, leider habe ich dummerweise keine... Boah, das sind so zwei von diesen... Ach, reicht noch nicht. Okay. Jetzt reicht es aber. OP-Quarantänezelle 5B. Mhm. So, so, aber erstmal muss ich hier diesen Platz sichern. Aha.
Diese Teile sind einfach klasse. Diese Details auch. Okay. Okay. Aha. Hier geht's durch. Hier ist Sackgasse. Aha, jetzt komme ich auf der anderen Seite dieser roten Tür raus. So wie das aussieht. Oh ja. Okay, ist die Luft rein? Nicht so ganz. Ach, da ist noch einer. Da sind noch. Ne, ist ein anderer. Okay. Ha, dieser Pfeil. Okay, hier kann man was saugen. Hier kann ich was aufmachen. Jetzt muss ich mich nochmal reorientieren. Gibt's noch was? Was kann ich denn hier machen? Aha! Hier gibt es wieder so eine Geschichte mit Schiebetürchen. Also. Portalschiebetürchen. Moment. Jawohl, offen. Mal gucken, ob ich was saugen kann. Das habe ich doch gesehen, oder sah das nur so aus? Nee, das sieht nur so aus. Das ist nicht zum Saugen. Gut. Das ist eingeschaltet bzw. abgeschaltet. So. Das war das mit den Schiebetürchen. Hier kann ich rein. Waffen holen. Gute Waffen. Kann ich mich wieder ein bisschen erfrischen. Leckere Dusche. Und ja, du sagst mir das, dass ich da rein muss. Schön. Habe ich hier alles genommen? Ja, sieht so aus. Wie geht das denn jetzt? Das ist ja doch wohl ein Portal, ne? Okay. Jetzt muss ich selber mal überlegen, jetzt bin ich ja ganz bekloppt. Ich gehe hier durch. So, mal gucken, was passiert, wenn ich dann sozusagen... Bin ich da? Umschalten? Ja. Jetzt bin ich schon wieder hier. Oder? Verstehe ich alles nicht. War doch richtig. Das trifft mich gar nicht. Das ist gut. Was läuft denn hier lang? Menschenfleisch. Aha. Okay. Mal hier in diese Secret Places rein. Oh. Secret Places. Yes, that's it. So mag ich das. Okay. Also wieder die Teile. Na, warum baller ich die eigentlich ab? Alter, wieder so ein Gyroskop. Gruselig. Weg. Und jetzt? Das ist ja wohl die einzige Möglichkeit, hier durchzukommen, oder wie? Soll ich das machen? Wie denn? Aha! Reingesprungen. Ah,
Hahaha, super klasse. Habe ich denn hier noch? Ja, hier habe ich volle Batterie aufgeladen. Hier durch. Und was ist dahinter? Oh, das sieht ja aus. Sliders. Dann wollen wir mal hier durchsliden. Oh, shit. I know what's in there. Und was ist hier drin? Alter, nicht schon wieder so ein Mist. Oh, shit. Oh, hier kann ich mich ein bisschen aufladen, da komme ich nicht ran. Haha, tolle Nummer. Ja, super klasse. Wo ist denn jetzt hier? Wow. Geschafft oder was? Hier wieder was. Okay, träge sind sie ja, das ist gut. Kommt noch was hier irgendwo raus? Ja. What the heck? Ah, ein Portal. Gehen wir erstmal hier rein. Ist nämlich das Kraftfeld weggegangen. Kraftfeld meine ich. Oh. Nur mal rein. Ja, Art Bell. Willkommen zu einer neuen Sendung. Let's go straight to the phones. Caller, you're on the air with Art Bell. Excuse me? Human. What or who do I have on the line, please? I am the keeper. Keeper? The keeper of what? I serve the mother. You do? Well, who's the mother? She who allows us to serve. Okay, Keeper. Do you have something to share with us tonight? The dark harvest is at hand. Prepare yourselves. Oh, okay. That's about enough of that. I'm sorry, folks. That's just one of the hazards of live, open-line talk radio. From time to time, you get a night full of hoaxes. As you know, I don't screen any of my calls. It's just me, my voice, and what you callers bring to the show. At least the callers tonight are entertaining. Sehr gut. Ja, hat man seine Station gehackt und einfach ist mal einfach reingegangen. Der Keeper hat gesprochen. In Art Bells Sendung. Welche Ehre. Ja, da war ja hier dieses andere Portal. Da müssen wir wohl mal durch, ne? Was habe ich denn hier für gute Pfefferchen? Na, fang ich erstmal hier mit an. Aha. Zwischenlobby, okay. Aha. Nicht gut. Nicht so gut, da ist Jen, glaube ich, ne? Projekt, ja. Ja. Okay, dann bin ich hier ganz in der Nähe von Jen. Oh mein Gott. Irgendwas ist jetzt hier. Der Vogel ist schon mal vorgeflogen. What are they holding her in? Nein! Dann müssen wir es rausholen. Oh, thank God I found you. Tommy? Tommy! Oh my God! Jen, I'm getting you out of here. Oh, Tommy, I thought I'd lost you. Oh, it's so terrible. Oh, God, the things I've seen. They're using people for food, Tommy. I know. They're... Listen, we gotta get out of here. Where are we? Some kind of spaceship, Jen. They call it the Sphere. I want to go home, Tommy. Back to the reservation. I think I found us a way out. Let's go. Okay. This place is pretty fucked up, Jen.
They're taking people and... But I found some guys who can help us get out of here. But I gotta help them first. Come on. Okay. Tommy, if you hear this, you must come. The Keeper has found us. His hunters are everywhere. They're trying to destroy the device. Scheiße! What's going on? There's no time to explain. We have to go. Now! Jawohl. Ja. Okay. Kommt Jen jetzt mit? Mensch! Geh doch nicht so tuckig. Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Okay, die sind nicht gezogen. Ja, Jen. Die hat ja einen Gang drauf. Ja, there's no time to go, to rest. Oh Gott, wohin? Klar. Dadurch. Na, super geil. Oder war ich ja schon? Ich bin nicht doch durchgegangen. Da, linke Seite, so. Ja, Jen, guck mal, da ist ein Portal. Okay, na gut, bewaffnet. Komm rein. Hoffentlich kommst du mit. Komm mit. Bitte. Hä? Okay. Dann eben nicht. Die dunkle Ernte. Ich mach noch ein bisschen. Gucken wir uns an, was hier eigentlich abgeht. Ja, ist denn Jen mitgekommen? Wieso ist Jen nicht mitgekommen? What the hell? Keeper! Get away from them, you son of a bitch! Aluit, what happened here? Ach, da ist Jen. Keeper found us. His hunters, they were everywhere. You must stop them. Before they destroy the portal, it is our last hope. I regret nothing! Save my... my people. Jen, stay here. Look after Eluit. I'll find us a way out. Be careful, Tommy. I don't want to lose you again. Oh, weia. Mann, oh Mann, oh Mann. Muss ich hin? Was? Okay, weg sind sie. Gott, weit sind da noch. Durch. Was ist das? Achso. Gebogner schützt die Priesterin. Ja, wo ist die denn? Keine Ahnung. Wir wollen ja nichts. Wo war das? Komm auch noch hier, so. Noch mehr Hindernisse. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nur Hindernisse hier.
Menschen hier. Check das mal so. So. Jetzt ist er weg. Mann, sieht das scheiße aus hier. Das stinkt so. Bisschen. Scheiße, das ist von oben. Okay, hin. Das sieht nicht gut aus. Da hinten ist noch ein Portal. Okay, mein Falke ist im Anflug. Okay. Jetzt noch mehr. Das sieht hier nach Endboss aus oder sowas. Wieso ein Dött? Ach, da wurde wieder was runter. Was? Huge-Things? So was dann. Aha, diese groß. Ah, das hat er gemalt. Ja, Nanometer. Das ist ein Endboss. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss. Speichern wir mal und ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und wenn wir dann das Riesenvieh erledigt haben, dann geht's weiter. Hoffe ich doch. Wir können Jen noch retten. Ja. Ciao.